empfinden und hören, respektieren sie immer ihren Gegenspieler. Eine Sucht, das ist Basketball. Warum will ein Europameister auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn das schlechteste Team Europas trainieren? Da habe ich mal gewohnt. Es war eine Kindheit wie jede andere. Und wann waren Sie zuletzt hier? Das sind 39 Jahre. Sie sind nur eine Entschuldigung. Die schicken uns einen Holocaust-Überlebenden, um die Vergangenheit zu vergessen. Wollen Sie hören, dass ich hier bin, um mich zu rächen? Ich bin Basketballtrainer. Das ist mein Beruf. Darum bin ich hier. Sie sind wie alle anderen. Sie leben in der Vergangenheit. Darum sollten Sie sofort abreisen. Wenn wir nicht schlafen können, dann sind Sie vielleicht am falschen Ort. Vielleicht sollten Sie nach Hause fahren. Was macht Mama hier? Sie sucht nach Antworten. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind nur eine Entschuldigung, nur ein weiterer Versuch, das, was war, zu löschen. Ich gehe nirgendwo hin. Das wird mir hier nicht zweimal passieren. Haben Sie außerdem noch was, das ich rausfinden soll? Ich würde Ihnen sehr gerne helfen. Warum? Denken Sie, ich könnte Hilfe brauchen? Ja. Irgendwas ist mit Ihnen passiert hier in Deutschland. Mein Vater, er war kein Verbrecher. Er war ein Soldat, der gekämpft und geblutet hat für sein Land. Für Verbrechen muss man zahlen, Thomas. Ich verstehe nicht, von was für einer Rache Sie sprechen. Manchmal muss man Opfer bringen für das, was man liebt. Sie haben Angst. Sie haben Angst, wenn Sie es schaffen, werden Sie vergessen. Und was jetzt? Ich muss ein Spiel gewinnen.